Sie sind hier, 6. Dezember 2018, 12.05 Uhr von Sport 1, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern. Die Mannschaft von Maccabi Tel Aviv wurde Opfer einer Nazi-Parole. Urheberrecht Imago. Auf der Auswärtsreise in der Euroleague übernachtet Maccabi Tel Aviv in einem Istanbuler Hotel. Dort wird ein Aufkleber entdeckt, der an die Nazi-Zeit erinnert. Das israelische Basketballteam Maccabi Tel Aviv ist Opfer einer makaberen Aktion geworden. Als das Team zum Euroleague-Auswärtsspiel zu Darussafaka nach Istanbul reiste, war im Hotel ein Aufkleber mit der Aufschrift „Arbeit macht frei“ zu sehen. Big Man Jake Cohn fotografierte das Bild und postete es bei Twitter: „Mich würde sehr interessieren, warum dieser Aufkleber in unserem Hotel in Istanbul hängt. twitter.com/jakon15-status/1070388462694662144 Im Dritten Reich der Nationalsozialisten waren Schilder mit dieser Aufschrift an den Eingängen zu Konzentrationslagern, beispielsweise in Auschwitz, zu sehen. Die ursprüngliche Bedeutung der Aufschrift wurde pervertiert. Deshalb wird sie als Parole verstanden, die die Opfer verhöhnt und die menschenunwürdige und brutale Behandlung der Gefangenen in den Konzentrationslagern verharmlost. Sport 1 ist die Nummer 1 Plattform, wenn es um Live-Sport geht. Livestreams, Live-Ticker und aktuelle Berichterstattung aus allen Mehr.